Hey Leute, herzlich willkommen zu Dennis Bitcoin. Schon 1081, heute am 12. September, Montag. Willkommen in der neuen Woche. Und es sieht ganz gut aus für den Bitcoin und den Kryptomarkt. Wir stehen wieder über der 22.000. Um genau zu sein, stehen wir aktuell bei 22.215. Ja, am Freitag waren wir noch bei 21, sorry, am Freitag ist gut. Vor 24 Stunden waren wir noch bei 21,4. Am Freitag waren wir noch, ja, knapp über der 20.000. Also schon mal ein ganz gutes Zeichen, guter Start in die Woche. Und wer mir auf Telegram folgt, der weiß ja, dass diese Woche extrem spannend wird. Ich hatte ja eine kleine Grafik gepostet, dass wir hier wirklich eine wilde Woche zu erwarten haben. Zum einen die Consumer Price Index Daten, dann der Ethereum Merge und auch die Mt. Gox Deadline ist da. Aber das wird jetzt wirklich für diese Woche wichtig. Und die EZB, wir wissen es, die hat den Leitzins erhöht am letzten Donnerstag um 0,75 Prozentpunkte. Also ein historisch starker Zinsschritt, um halt einfach diese hohe Inflation zu bekämpfen. Ja, ob das was gibt, das ist eine andere Frage. Aber der Bitcoin-Kurs hat sich auf jeden Fall erholt. Die Aktien haben sich ein bisschen erholt. Und wir haben eins der wichtigsten Ereignisse, den Ethereum-Merge. Ja, in 2 Tagen, also 13., 14., 15., also zwischen 14. und 15. wird es wahrscheinlich sein. Und das ist etwas, ja, was ETH auch recht hoch gehalten hat bisher. Und viele gucken aber jetzt auf den CPI, den Consumer Price Index, also den Verbraucherpreisindex. Und der wird jetzt veröffentlicht vom US Bureau of Statistics. Und wir hatten ja eine extrem hohe Inflation in den USA, 9,1%. Dann hat man 8,5%. Die Analysten erwarten jetzt 8,1%, immer noch brutal hoch, keine Frage. Aber Tendenz sinken. Und sollte das so sein, dann glaube ich, dass wir eine Trendfortsetzung sehen werden, der Kurserholung der Aktien, vor allem auch bei Krypto. Und dass wieder ein bisschen mehr Geld hier reinfließt und wir vielleicht sogar auch eine kleine Rallye sehen können. Vor allem fällt das ja jetzt mit dem Ethereum-Merge zusammen am 14. und 15. Die ganze Welt schaut drauf, Wechsel von Proof of Work zu Proof of Stake. Ich glaube, die Volatilität könnte extrem werden, wenn das Ganze jetzt erfolgreich wird. Vielleicht sehen wir einen Pump, vielleicht sehen wir, wenn es Fehler gibt oder eine Verzögerung oder Probleme, was auch immer, vielleicht sehen wir dann nochmal einen deutlichen Abverkauf oder vielleicht sehen wir auch einen Abverkauf trotz erfolgreichem Merge, trotz erfolgreicher Umstellung, so eine Art, ja, Sell the News, Sell the Fact Event. Ich bin extrem gespannt, langfristig bin ich mega bullish, was ETH angeht, aber Volatilität ist ja gut und ich, ja, glaube, das wird spannend werden jetzt in den nächsten Tagen. Und wenn wir uns jetzt mal Krypto angucken, langfristig, ja, dann bin ich so oder so extrem bullish, auch wenn wir jetzt mal vielleicht kurz- oder mittelfristig in dieser ganzen Krise, in der wir uns befinden, vielleicht nicht die optimalen Voraussetzungen haben. Aber wir haben hier eine Studie vom Makroanalysten Alex Krüger, der sagt, bis 2030 werden wir mehr als 500 Millionen neue Krypto-Leute, Krypto-Käufer bekommen, vor allem aus dem, ja, Mittelklasse- oder High-Income-Bereich, vor allem aus Asien und Afrika. Ja, Europa, USA hat natürlich schon viele Leute, die in Krypto sind, aber da, in diesen beiden Regionen, Asien und Afrika, ist definitiv noch Luft nach oben. Und man vermutet halt, ja, dass man hier so ab 2024, wenn der nächste Bullenmarkt dann in vollem Gang ist, dass sehr, sehr viel Kaufkraft aus Afrika und Asien kommt und das wirklich hier den nächsten Bullenmarkt dann, ja, treiben wird. Und ich sag mal, 500 Millionen neue Bitcoin-Hodler oder Krypto-Hodler, ja, nicht schlecht. Es wird Zeit für mehr Menschen in Krypto. Sehr, sehr wenig kennen, also sehr, sehr viele kennen Krypto, aber wie viele Leute halten Krypto und wie viele Leute nutzen Krypto? Extrem wenig. Wir werden sehen. Also ich bin eh davon überzeugt, dass die Revolution von Krypto dort stattfinden wird, wo Krypto wirklich gebraucht wird. Und Afrika und Asien, ja, das sind Regionen, wo Menschen natürlich meiner Meinung nach diese Kryptos wirklich nutzen können im Alltag. Vielleicht sind die lokalen Währungen nicht so gut, vielleicht ist die Inflation hoch, vielleicht wird auch endlich mal dieser Bereich Remittances durch die Decke gehen. Bleibt erstmal abzuwarten. So, guck mal zum Schluss nochmal auf den Markt. Wir stehen wieder über der 1 Billion, 1 Billion 66 Milliarden. Das sieht schon mal ganz gut aus.
Und die Coins sind alle im Plus, würde ich mal sagen. Wir haben hier ja in den Top 10 jetzt nicht so viel Bewegung, aber Top-Gewinner der letzten 24 Stunden, das ist Golem. 56% Kursplus. Keine Ahnung, gab es da News? Habe ich schon lange nicht mehr angeguckt, was bei Golem los ist. Vielleicht weiß das ja einer von euch. Ja, 56% in einem Tag. Ja, nicht verkehrt. Top-Verlierer hingegen ist Terra Classic USD. Steht bei 5 Cent mit 17% Minus. Auch Terra Luna 14% Minus. Ja, nach dem Anstieg in den letzten 7 Tagen ist er fast 200% hoch. Da ist dieser Dip von 14%. Ja, nicht so extrem, aber viele zocken auch gerade wieder mit Luna. Ich selber bin da kein Fan von. Also Leute, das war's von mir. Heute eine kurze Show. Ich wünsche euch nochmal einen schönen Start in die Woche und wir hören uns dann am Mittwoch wieder. Bis dahin, wie immer, weißt du, was zu tun ist? Lass mir ein Like da, gib mir einen Thumbs up, komm in meinen Telegram-Kanal und wir sehen uns dann. Bis dahin, wie immer, macht's gut, schwenkt den Hut. Let's fight the force of evil, Bitcoin and cryptocurrency we trust. Bam!